Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. No Man's Sky, unser Spiel, und heute bauen wir einen perfekten Kreis mit 24 Bodenplatten. Ja, da fangen wir einfach mal an. Ich habe ja hier vorbereitet mit dem Dreieck und wir bauen 6 Bodenplatten daran. Wenn wir das haben, nehmen wir wieder ein paar weg. Und dann brauchen wir den Biokuppelraum. Ja, Gina aus der Community, also aus meiner Community auf dem Discord-Server, der ist übrigens unten auch verlinkt, hatte mich gefragt, wie das geht oder ob das geht. Und ich sagte, ich lasse mir das einfallen. Und hier das Ergebnis. Ja, ein bisschen näher ran ist immer gut. So, wie ihr seht, der steht jetzt nach oben, wenn der auf der Bodenplatte einrastet. Das ist nicht so gut, wir brauchen den nach unten. Und dafür brauchen wir aus der Deko die Pflasterung, setzen die an und wechseln mit den Pfeiltasten auf den Zylinder. Und den zweiten Zylinder setzen wir unten an, richten den nach unten aus. Dann gehen wir wieder auf die Pflasterung, wie ihr gerade gesehen habt, und dadurch dreht sich das Ganze. Und dann ist die Bodenplatte, die wir wieder brauchen, auf dem Kopf. Das heißt, wenn wir jetzt den Biokuppelraum ansetzen, genau, dann ist der nämlich auf dem Kopf. Setzen gleich die Holotür ein. Denn in der Regel müssen wir auf jeden Fall in die Biokuppel rein. Denn es funktioniert leider nicht immer. So, und jetzt müssen wir rechts und links genau gegenüber einmal mit der Pflanze in den, ich sag mal, Blumentopf. Und dann einfach auf den Pflanzkübel wechseln. So zum Beispiel, das ist nicht richtig. Deswegen meinte ich, wir gehen am besten gleich rein. Genau so ist es richtig. Das machen wir hier auch noch einmal. Ja, das ist natürlich ganz falsch. So, hervorragend. Dann am besten mit der Löschtaste aufs Kabel und die beiden Kontakte hier verbinden. Danach können wir den Biokuppelraum wieder entfernen und wieder ins Löschmenü aufs Kabel. Einmal dort ansetzen und einmal da. Die Verbindung nehmen wir raus. Wir brauchen eben halt den Kontakt, um vorzutäuschen, dass wir mit einem Kabel bauen, was ja funktioniert, und wechseln dann einfach auf den Biokuppelraum. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Einfach die Taste loslassen und dann im richtigen Moment drücken, dass dann der Biokuppelraum entsprechend dort entsteht. Und ein bisschen Geduld braucht es auf jeden Fall, ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Ruhe bewahren. Und so zum Beispiel nämlich nicht. Genau. So, da bin ich dann wieder in dem Biokuppelraum. Bin ich ja vorher auch schon gewesen. Und das Ganze mit den Pflanzen und Pflanzkübel müssen wir jetzt noch einmal wiederholen. Und wie wir sehen, die Pflanze ist rot, es funktioniert nicht. Denn wenn wir es nicht bauen können, weil es eben halt in, ja, kollidiert, dann können wir natürlich auch nicht bauen. Also die Bodenplatte, die da noch ist, die muss weg. Und siehe da, dann ist grün, wir können eine Pflanze bauen. Okay. Ja, es passiert öfter, als man denkt, dass man das Timing nicht so richtig hinkriegt. Ja, wie soll ich sagen? Es ist völlig normal. Umso öfter ihr es macht, umso besser wird es. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal wieder das Kabel. Verbinden das Ganze noch einmal. Und dann kann auch der Biokuppelraum schon wieder weg. So, jetzt sehen wir da die beiden Kabel. Das eine, das obere, das ist das, was wir zuerst gebaut haben.
Und das zweite ist das, was wir jetzt gebaut haben, exakt in der Mitte von dem anderen Kabel. Und genau die Mitte ist es, was wir auch tatsächlich brauchen. Und warum haben wir uns jetzt nach unten gebaut? Weil wir uns gleich auch wieder nach oben bauen. Ja, warum dann nach unten? Ganz einfach, weil die Abstände, ich möchte das natürlich mit der Landefläche verbinden und zwar ja nahtlos. Also nicht nahtlos, aber zumindest, dass es auf einer Höhe ist und alles zusammenpasst. Und dafür müssen wir erstmal nach unten, denn ihr habt ja gesehen, es sind in der Höhe Differenzen. Und diese Differenz gleichen wir dadurch aus, weil wir gehen einmal um das, was wir hoch wollen, erstmal nach unten, um dann dieselbe Prozedur zu machen, um nach oben zu bauen. Und somit haben wir dieselbe Höhe wie zuvor. Und jetzt müssen wir vorher natürlich die Bodenplatte einmal drehen, genau dasselbe wieder. Und nach oben ausrichten und schon haben wir die Pflasterung. Wenn das nicht ganz geklappt hat, einfach nochmal mit der Zentrierung oder mit dem Zentrierpunkt an den Zylinder, an die Oberkante wechseln, dann kippt der. Und wenn der gekippt ist, dann sollte das eigentlich funktionieren. So, jetzt den Biokuppelraum, wie ihr seht, jetzt steht er nach oben wieder. So wie es eigentlich normalerweise ja auch wäre. Holotür wieder einsetzen. Und wechseln. Nein, nicht dahin. Auf den Pflanzkübel. Genau. Sehr schön. Und wer hätte es geahnt? Natürlich wieder das Kabel. Und unsere Lieblingsbeschäftigung, was wir bauen, reißen wir meistens wieder ab. So, noch den Biokuppelraum vorher aussuchen, denn den brauchen wir ja. Und wieder nach rechts ansetzen. Ja, das Problem ist, ich stecke fest. Ich muss mit der Baukamera erstmal wieder raus. Das heißt, einfach die Baukamera ausmachen. Dann sind wir draußen. Holotür eingesetzt, dann kann ich wieder rein. Denn das Problem ist hier nämlich dasselbe. Ich kriege nämlich hier die Bodenplatte nicht weg. Deswegen habe ich das euch gerade erzählt, weil ich kann leider nur die Biokuppel löschen, da ich in der Kuppel drinne stecke. Also irgendwo in irgendein Teil. Und wie ihr seht, man kommt einfach wieder raus. Das ist der kleine Nachteil, wenn man sowieso schon drinne ist. Dann kann man auch locker mal stecken bleiben und naja, ist ja schnell gemacht. So, mal gucken, ob ich jetzt löschen kann. Ja, Bodenplatte weg und schon sollte es gehen. Jawohl. Und wenn das mehrmals nicht funktioniert, obwohl ihr es vorher immer hingekriegt habt, einfach mal den Winkel ändern. Meistens funktioniert es dann nicht unbedingt sofort, aber es funktioniert. Und wenn das auch nicht klappt, dann einfach nochmal den Winkel wechseln. Aber jetzt hat es ja funktioniert. Okay, jetzt was Neues. Wir müssen noch einen weiteren Pflanzkübel bauen. Denn wir brauchen die perfekten 45 Grad, damit wir auch den perfekten Kreis bauen können. Und das bedeutet, wir sind jetzt mit der linken genau in der Mitte von der Bodenplatte. So sollte es zumindest sein. Die rechts sind die, sagen wir mal, 0 Grad. Und dieser da ist die 45 Grad. Am besten nochmal vorher kontrollieren, ob wir das alles richtig gemacht haben.
Ja, das sieht gut aus. Also der linke sollte in der Mitte sein. Ansonsten würden wir ganz anders stehen. Also das ist ziemlich eindeutig. So, dann verbinden wir das auf diesen und auf diesen. Und schon kann die Biokuppel wieder weg. Also der Biokuppelraum. Ja, nochmal nachprüfen. Dann nochmal von vorne anfangen. Oder zumindest ein Teil davon muss ja auch nicht sein. Und das Hilfskabel da hinten erst einmal weg. Ja, hin und wieder habe ich eine kleine Pause gemacht. Finger einfach mal ein bisschen wieder, ja, errichten. Dementsprechend hinten und wieder auch mal geschnitten. Oder wenn es sich einfach zu oft wiederholt hat, einfach ein wenig davon entfernt. Einmal kontrollieren. Wir sind genau in der Mitte. So soll es sein. Also die Bodenplatten da wieder weg. Und die auch noch. Einfach, damit es uns nicht stört beim Bauen. So, jetzt haben wir ja die Bodenplatte an dem Kabel entsprechend hergestellt. Und wie wir sehen, es gibt keine zwei Einrasspunkte, also haben wir exakt die richtige Höhe. Sie ist also auch nicht. Sie ist also auch nicht an der anderen Bodenplatte. Jetzt habe ich es. An der anderen Bodenplatte eingerastet. Dementsprechend haben wir alles richtig gemacht. Und die Kontakte sind manchmal ein bisschen zickig, dementsprechend einfach da auch den Winkel ändern. Bisschen mit dem Zentrierpunkt sozusagen mit dem Kontakt spielen, bis er sich dahin kippt, wo wir ihn haben wollen. Denn ich möchte jetzt erstmal die 45 Grad haben. Und hier auch wieder Taste einfach loslassen. Im richtigen Moment dann bestätigen. Und wenn wir das getan haben, sollte die Bodenplatte da sein. Wenn nicht, nochmal probieren. Überhaupt kein Problem. Was auf jeden Fall nicht funktioniert ist, wenn ihr versehentlich das Kabel gebaut habt, dann ist der Kontakt belegt und ihr könnt den dann nicht noch einmal benutzen. Also muss das Kabel, das falsch gebaute, wieder weg. Und jetzt brauchen wir die Metalltür. Es geht natürlich auch mit Holz oder mit den Betontüren. Überhaupt kein Problem. Und dann nehmen wir diese Punkte, immer die linken. Den Bodenplatten hat einen guten Grund, damit wir alles gleichmäßig bauen und einfach noch mal eine Fassade unten dran. Jetzt nehmen wir uns die kleine Metallplatte, setzen uns die Bodenplatte an, gehen auf die Dreiecke und bauen die uns so an. Dann haben wir schon mal einen Kleinkreis, das ist nicht schlecht, aber das sind nur sechs, also wir brauchen mehr. Die Dreiecke noch rein in die Lücken. Dann haben wir schon mal 12. Wir wollen aber 24. Das kommt auch gleich. Und den inneren Ring wieder wegnehmen, damit wir entsprechend die zweite Metalltür bauen können. Wieder die kleine Metallplatte und die Bodenplatte dran. Dann die Dreiecke. Allerdings zur Sicherheit. Man weiß nie, versehentlich irgendwas gelöscht. Entfernt, wie auch immer. Und ja, dann fängt man halt wieder von vorne an. Da dasselbe, wieder den Sechserkreis. Unten die Bodenplatten können wir schon wieder entfernen. Die brauchen wir nicht mehr. Und da ist es gerade passiert. Versehentlich das falsche Teil gelöscht. Und das brauchen wir nicht. Nicht an der Stelle, jawohl. Hier dasselbe auch.
den inneren Kreis genauso gebaut wie den anderen auch, nur eben halt, dass er versetzt ist. Und dann von unten bauen wir genau an den Kreis auch die Fassaden wieder an. Oder nicht wieder, sondern bauen sie an. Dann die Bodenplatten an jede Fassade. Das ist ja die Höhe, die wir einfach zu hoch sind. Dann den inneren Kreis wieder weg. Wie gesagt, unsere Lieblingsbeschäftigung entfernen. Das auch wieder die Fassaden brauchen wir nämlich nicht. Und hier dasselbe auch wieder. Wir wechseln einfach von der Fassade auf die Bodenplatte und stellen fest, das wäre zu weit. Also das ist nicht so ganz richtig. Und dort auch, das heißt, wir haben noch kleine Lücken. Dementsprechend, um euch das zu zeigen, wir können nur eine bestimmte Größe. Danach fängt es an, sich zu spreizen. Und das wäre nicht schön. Dementsprechend die äußeren wieder weg. Und jetzt die Fassaden noch einmal an den oberen. Warum das? Ganz einfach, wenn wir den Glitch machen mit der Fassade auf die Bodenplatte, dann dauert das ein bisschen zu lange. Deswegen die unteren Bodenplatten wieder weg und die Fassaden aufgebaut. Denn jetzt können wir das nämlich einfach so einbauen. Dann haben wir schon mal die erste Platte von dem oberen runtergeholt. Das obere gleich mal wieder abgebaut. Dann sieht das so aus. Und jetzt fangen wir an, von der Fassade auf die Bodenplatte zu wechseln, damit wir ja eben halt die Bodenplatte dorthin bekommen. Zwischendurch den Winkel wechseln, wenn es nicht so richtig klappen will. Wie vorhin schon einmal erwähnt. Und dann nach und nach alle einbauen. Ja. Das war ja nichts. Nochmal weg und ein neuer Versuch. Und die muss erstmal weg, die hatte ich vergessen. Und weiter geht's. Ja, das passiert manchmal auch. Zu spät gedrückt. Dann haben wir dort die Fassade stehen. Ja, da wir die sowieso nicht gebrauchen können, weil die sind ja zu weit außen, nehmen wir die natürlich auch gleich wieder weg. Und wie wir sehen, wir sind auf der richtigen Höhe. Und die Lücke, die schließen wir später. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Und alles wieder weg. Das brauchen wir jetzt nun gar nicht mehr. Und die Bodenplatten jetzt jedes Mal da ansetzen, wo sie ja baubar ist, also direkt ein Platz daneben. Und wie man unschwer erkennen kann, jetzt bleibt Platz für die Dreiecke. Die richten wir uns natürlich auch noch aus, dass sie alle mit der Spitze
in die Mitte zeigen, also beziehungsweise die lange untere Kante, dass die nach außen zeigt. Und dann sieht das auch schon richtig, richtig gut aus. Jawohl. Perfekt. Und jetzt müssen wir diese Lücke noch schließen. Wie machen wir das? Relativ einfach, die Bodenplatte weg. Und wir kippen uns jetzt eine Bodenplatte auf die Seite. Das sieht dann so aus. Und hier mit dem Zylinder entsprechend auf die Pflasterung wieder nach links ausgerichtet. Also immer im Gegensatz dazu, wo die Pflasterung hin soll. Na, manchmal klappt das nicht so ganz. Dann so wie da, dann landet die eben doch nicht da, wo ich sie haben möchte. Hat sich einfach nur der Zylinder nicht korrekt gedreht. Aber mal die Bodenplatte. Die nehmen wir jetzt weg, aus gutem Grund. Weil da kommt jetzt die kleine Metallwand. Ja, die kleine Metallwand. Die lässt sich dort nicht einrasten, wenn die Bodenplatte dahinter ist. Wieder die Bodenplatte. Einfach einsetzen. Jawohl. Die Lücke ist zu. Rohr nach unten weg. Dann mal Probe laufen. Ja. Das sieht doch richtig schön aus. Wunderbar. Ja, und der Sonnenaufgang beschert uns, dass wir uns das gleich auch noch korrekt angucken können. Dann möchte ich da noch einmal drüber laufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Baut es nach, es ist super toll. Und kommentiert, bewertet und juhu, das ist doch toll. Yes. So gefällt mir das. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.